Drei Kriterien, nach denen du 2024 richtig gute Immobiliendeals machen kannst, erfährst du in diesem Video. Und bleib unbedingt bis zum Schluss dran, weil da verrate ich dir, wie ich mit diesen drei Kriterien persönlich mit meinen Deals umgehe. Das Kriterium Nummer 1 ist die Lage. Ich kaufe nur in Lagen, in denen ich mich gut auskenne. Wir sind natürlich, oder ich bin natürlich kein Investmentfonds, der jetzt in London, Paris, deutschlandweit in jeder Stadt den besten Deal macht. Ich fokussiere mich auf die Lage, in der ich mich gut auskenne. Bei der Lage gilt, es gibt so many opportunities, choose one. Such dir eine Lage raus, in der du dich gut auskennst, weil dann kannst du wissen, ist es ein guter Deal oder nicht. Weil wenn man sich nicht gut auskennt, ich kann hier in der Region, in der ich mich auskenne, kann ich aus dem Bauch raus sagen, ja oder nein. Aber wenn ich jetzt in München, Berlin, Hamburg, anderen Städten, anderen Ländern bin, muss ich mich auch erstmal in den Markt reinfuchsen, um zu verstehen, wie funktioniert der Markt. Kann ich einen guten Deal machen, ja oder nein? Weil wenn nein oder ich denke ja und es ist ein Nein, dann ist es halt ein Griff ins Klo. Ein lokaler Investor, der kann auf jeden Fall viel besser agieren. Auf der anderen Seite gibt es viele Investoren, die in den letzten Jahren dachten, sie können jetzt überregional investieren, die sind jetzt groß genug und weit genug und die haben jetzt auch irgendwelche Assets an der Backe in Lagen, die sie nicht mehr losbekommen. Die wollen die verkaufen, die Vermietung rechnet sich nicht und so weiter. Keiner kauft, weil es einfach zu teuer eingekauft wurde. Der Gewinn liegt im Einkauf. Den besten Einkauf machst du in der Lage, in der du dich auskennst. Wenn es so die ersten Investments sind, so die ersten ein, zwei, ist auf jeden Fall kein Fehler, wenn man Familie und Freunde in der Nähe hat, wo man mal vielleicht jemand hat, der einen kurz supporten kann, natürlich nicht on daily basis, aber der dann ab und zu mal supporten kann, wenn irgendwie man weg ist, man muss was machen, eine Kleinigkeit, wenn man da keine Mitarbeiter für hat, ist es auf jeden Fall vorteilhaft, auch in einem gewohnten Umfeld noch zu agieren. Also nicht nur in der Lage, in der man sich auskennt, sondern zusätzlich auch noch in einem Umfeld, wo Leute sind, die dich kennen und denen du vertraust. Zweiter Punkt ist der Preis. Ich würde immer nur zu einem Preis Immobilien kaufen, wo ich halt entweder einen guten, profitablen Verkauf oder eine profitable Vermietung hinbekommen kann. Und das berechnet sich auch immer aus dem Bauchgefühl raus. Wenn man nicht aus dem Bauch raus entscheiden kann, ja oder nein, dann kommt es ja gar nicht zur intensiveren Prüfung. Also bei den meisten Deals ist es mittlerweile bei mir so, wenn ich den auf dem Tisch habe, ich weiß ganz genau, zu welchem Preis würde ich zuschlagen und zu welchem Preis eben nicht. Und da gibt es einen Grenzwert, den man sich im Kopf festsetzt und das ist ein gewisser Preis, den man im Angebotsverfahren nicht überschreiten sollte. Auch wenn man nicht so, sich so denkt, ausnahmsweise, hey, ich will es unbedingt, ich kaufe es jetzt ein bisschen teurer auch ein. Klar kann man das machen, vielleicht rechnet sich dann in der Vermietung ein Jahr später. Aber grundsätzlich sollte man Griffe ins Klo vermeiden. Den Preis, den Marktpreis, den kann man auch online ganz einfach rausrecherchieren. Da gibt es 2, 3 Webseiten. Mach mal googeln, wo man den Preis dann sehen kann, wie viel ist die Immobilie in der Straße in der Lage wert. Da gibt es dann verschiedene Kriterien und Messfaktoren. In der Regel werden da Angebote genutzt aus der Vergangenheit, wo man dann schnell Pi mal Daumen eine Auswertung bekommt, wie viel ist die Immobilie wert. Zum Beispiel 3.800 Euro pro Quadratmeter. Wir haben 100 Quadratmeter, das ist 380.000. Ja. Wenn jetzt du kaufen kannst für 250, dann ist entweder ein Haken dran, oder es ist halt ein guter Deal. Wenn der Preis deutlich günstiger ist, gilt es natürlich, den Preis zu verifizieren. Warum ist das so günstig, der Deal? Und wenn dann irgendwelche K.O.-Killer-Kriterien da rauskommen, dann auch wieder Finger weg. Aber grundsätzlich immer hinterfragen, warum ist es so günstig? Wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, ist in der Regel irgendwo ein Haken dran. Bei Immobilienhandel entsteht der Gewinn in der Regel im Einkauf. Und wenn man nicht teurer verkaufen kann, dann ist eben kein Gewinn entstanden, sondern ein Verlust. Und da erinnere ich mich gerne mal an Warren Buffett zurück, der hat nämlich 2 Regeln. Grundregel Nummer 1, never lose money. Grundregel Nummer 2, don't forget rule number 1. Weiter geht's mit dem Vermietungsstatus. Wir haben eben gerade über den Kaufpreis und über den Sachwert diskutiert. Wie teuer ist die Immobilie, wie viel ist denn die wert? Natürlich gibt es bei vermieteten Objekten auch teilweise hohe und günstige Mieten. Und genau, wir reden gerade über Kapitalanlagenimmobilien, über Investmentimmobilien. Es können Mehrfamilienhäuser oder Eigentumswohnungen sein. Die Pi mal Daumen Regeln, die wir hier gerade besprechen, die gelten jetzt nicht unbedingt für ein Eigenheiminvestment, weil Eigenheim ist ja kein Investment, sondern in der Regel ein Konsumgut. In seltenen wenigen Fällen ist es ein Investment, kann es schon mal sein, aber meistens eher nicht. Jetzt zum Vermietungsstand.
Einer der häufigsten Haken aktuell am Markt, wenn ein Deal sehr günstig angeboten wird, haben wir heute auch wieder ein Angebot kurz geprüft. Das war in Heilbronn irgendwie 80.000 Euro für 40 Quadratmeter, Hausgeld 300 Euro im Monat, Miete auch 300 Euro im Monat. Das heißt, der Deal rechnet sich nicht, was den Cashflow angeht. Und da muss man sich halt die Frage stellen, kaufe ich mir den Dinger jetzt ein oder nicht? Sachwert sehr gut, Ertragswert Katastrophe. Das wäre dann der Haken in dem Objekt gewesen. Da muss man sich halt die Frage stellen, wie lange dauert es noch, bis die Wohnung irgendwann leer wird? Kann ich die renovieren? Und wie viel ist sie dann wert? Wie viel Miete kann ich dann bekommen? Und wenn es zu wenig vermietet ist, ist das oft das Problem. Man hat halt negativen Cashflow, eine Unterdeckung, wenn man es finanziert hat, auf jeden Fall. Wenn man es Cash kauft, also wenn man den jetzt Cash kaufen würde, den Deal vom Beispiel eben, würde man auch drauf zahlen. Man würde erst dann einen Erlös erzielen können, sobald der Mieter auszieht, man die Wohnung gewinnbringend veräußern kann oder irgendwie eine neue Miete dann generieren kann und einen deutlich höheren Cashflow damit erzielt. Das sind so die einzigen zwei Business Cases, die in der Zukunft liegen, was aber auch ein Stück weit spekulativ ist, weil ich weiß ja nicht, wann wird es der Fall sein. Dann gibt es noch den anderen Fall. Die Wohnung ist vom Preis her relativ günstig, weil die Rendite hoch ist. Wenn man jetzt über die Rendite reinrechnet, zum Beispiel, oh krass, ich habe 8% Rendite. Da ist oftmals dann der Fall, es gibt irgendwie Sondermietkonzepte. Da wurde halt eine viel zu hohe Miete angesetzt, die halt komplett über Markt ist, nicht marktüblich, viel zu teuer. Und wenn dann der Mieter auszieht, dann hast du auf einmal keine 8% mehr, sondern 5. Willst du 8 weiter beibehalten, dann hast du dauernd irgendwelche Leute drin, die die erstbeste Wohnung nehmen, weil sie gerade keinen Bock und keine Zeit haben, was Besseres zu suchen, ziehen ein, zahlen viel zu viel Miete für einen gewissen Zeitraum, bis sie was Besseres finden und sind dann wieder weg. Das ist halt auch kein Business Case, weil man dauernd hinterherrennen muss. Das ist ja schon ein Stück weit aktive Vermietung, ist ja kein Passive Projekt mehr. Und das sind so die Themen zur Vermietung, wo ich auch immer drauf achte. Ist die Miete, der Leerstand oder die Sollmiete im Verhältnis zum Kaufpreis? Passt es nicht? Und das sind so die Krux-Geschichten, auf die man immer schauen sollte. Ich persönlich gehe mit den drei Kriterien so um. Lage, hier bei mir in der Region. Wir kaufen Objekte, Mehrfamilienhäuser an der A81, A6 und Richtung A5 auch. Schauen wir uns mal an, aber eher nicht so. Das ist so eher Plan B. Aber wir gucken auch mal drüber. Das sind unsere Kriterien. Vom Preis her muss es immer so ein Preis sein, dass man, wenn es ein 4-5% da ist, würden wir uns auch anschauen, wenn das Potenzial da ist, es langfristig zu halten, wenn das Sinn macht, wenn die Lage relativ heimatnah ist, würden wir auch sowas kaufen und dann langfristig eben das Ganze zu vermieten, ohne einen großen Cashflow-Überschuss zu haben. Das ist dann der Gewinn in der Zukunft, 10 Jahre plus, langer Zeithorizont. Aber bei den kleineren Sachen, die man vielleicht gleich weiterverkaufen möchte, da muss dann ein potenzieller Erlös auch vorliegen, wenn man es gleich weiterverkauft. Und die anderen Sachen, was wir noch hatten, der Preispunkt und im Verhältnis zur Miete. Ich habe jetzt ein paar Objekte gekauft, die haben eine sehr schlechte Miete und sind sehr günstig gewesen auf den Quadratmeter. Der beste Deal, was das angeht, was ist der beste Deal? Da kostet aktuell 2000 Euro im Monat an negativem Cashflow, weil die Mieten halt einfach so schlecht sind, aber die Wohnungen waren so günstig, aber die Miete ist einfach unterirdisch, also die ist unter der Tiefgarage noch drunter. Wenn da irgendwann mal ein Mieterwechsel stattfindet, das wäre krass, ja. Aber wenn nicht, dann zahlen wir halt einfach eine Weile noch drauf. Das ist halt sehr spekulativ gewesen, deswegen habe ich jetzt so ein paar solche Objekte im Bestand, die ich jetzt aktuell nicht mehr erhöhen möchte. Also diese Art von Objekten kaufen wir nicht mehr ein. Wir kaufen eher leere oder Mehrfamilienhäuser. So gehe ich jetzt aktuell mit der Situation um. Und wenn ich Deals habe, dann checke ich Quick Check durch, Bauchgefühl ja oder nein. If it's not a hell yeah, it's a no. Wenn wir es in die Gruppe reinschicken bei uns und einer sagt, oh nee, dann redet man drüber. Wenn zwei sagen nee, redet man auch noch drüber. Wenn drei sagen nee, dann ist es eigentlich abgeschrieben und tschüss, auf Wiedersehen. Dementsprechend, if it's not a hell yeah, it's a no. Tu dir selber auch solche Grenzen festlegen und halte dich dran. Weil wenn du über die Grenzen hinausgehst, machst du Fehler und verbrennst dir die Finger. So, ich habe mir auch einen Finger verbrannt. Nee, der ist nur verletzt, aber am Ende des Tages musst du aufpassen, dass alles gut geht, ne? Wenn das Projekt sich noch nicht rechnet am Anfang jetzt, wenn ich einen geilen Deal habe, geiles Haus, in einer guten Lage, in der Region, in der ich mich auskenne, ich weiß ganz genau, das ist eine geile Lage. Ich habe noch nie so einen Deal in den letzten 5 Jahren angeboten bekommen. Wir machen jetzt Immobilien seit 2016, ja, 8 Jahren. Ich habe in den letzten 8 Jahren so einen Deal nie auf dem Tisch gehabt. Jetzt habe ich einen. Der passt vom Preis Pi mal Daumen, okay? Nicht übelst geil, aber die Lage, ich will da was haben, ja? Ich will das Ding und ich sehe da Potenzial, in 10, 15 Jahren dann kaufe ich es. Ich kaufe es, auch wenn ich drauf zahle am Anfang. Ich kaufe es, entwickle es, dass es besser wird, optimiere es,
tue jetzt noch eine Wohnung nachgenehmigen, vielleicht auch zwei, vielleicht ein paar Stellplätze, vielleicht irgendwas noch drehen, damit es besser wird. Ein bisschen Energie reinstecken, um den Deal langfristig geil zu machen. Dann kann man in 10, 15, 20 Jahren verkaufen oder immer noch behalten. Vielleicht kann man es auch ablösen mit einer anderen Sache, die man verkauft hat, um dann geile Cashflow-Objekte zu haben. Weil wenn ich mal zurück überlege zum Anfang, meine erste Immobilie habe ich deswegen gekauft, weil ich einfach konkret Mieteinnahmen haben wollte und davon leben kann. Ja? Und wenn man solche Assets sich kauft, mit denen man sich verbunden fühlt und das zum Ziel sich macht, die irgendwann abzuzahlen, komplett als Kapitalanlage, ja, das ist ja eine komplette Kapitalanlage, wenn es finanziert ist, ist ja eigentlich noch nicht mal eine Kapitalanlage, weil es ist ja nicht dein Kapital angelegt, sondern irgendjemand anders seins von der Bank. Und dann hat man eigentlich das Ziel richtig erreicht. Deswegen, sowas kaufe ich auch. Und jetzt gerade am Markt, aktuell in der jetzigen Situation, gibt es solche Deals, die es die letzten 10 Jahre einfach nicht gab. Zumindest nicht im großen Schaufenster. Jetzt immer mal wieder kommt was, da muss man zuschlagen und wissen, was man will.